schon bessere Hotelzimmer gesehen. Wollen wir erstmal das Formular ausfüllen? Von mir aus. Haben Sie Ihre Überweisung dabei? Tut mir leid. Habe ich wohl bei der Aufnahme liegen lassen. Bei welcher Krankenkasse sind Sie versichert? Wo ist denn meine Karte? Danke. Und Grund Ihrer Aufnahme? Bauchschmerzen. Haben Sie einen Brief vom Hausarzt mit? Mal sehen. Das muss doch hier irgendwo. Du wusstest auch nichts Genaues. Allgemeines Unwohlsein. Haben Sie eine Ahnung, woher diese Beschwerden kommen? Ich bin kein Arzt. Es ist Ihr Körper. Manche Leute spüren sehr gut, was ihnen fehlt. Ich sehe ihn doch in ein paar Tagen auf der Sitzung des Ausschusses. Hat es nicht bis dahin Zeit? Er sagt, es wäre unmöglich. Ja, also gut, dann schieben Sie ihn irgendwo dazwischen. Aber nicht heute, bitte, ja? Ja, Himmel. Ach, Gerd, ja. Nett, dass du zurückrufst. Ja, Vorname Maria. Nicht? Sie wollte nicht. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich nur zu gut. Ja, Gerd, ich danke dir. Danke. Schmerzen im rechten Oberbauch, Übelkeit nach dem Essen, ein Grippegefühl, erhöhte Temperatur. Stimmt. Peristaltik normal. Bitte mal tief einatmen. Und weiteratmen. Und nochmal tief einatmen. Und weiteratmen. Dämpfung in der rechten Seite, Leberschwellung. Können Sie bitte nochmal tief einatmen? Ach, das tut weh. Wie kommt das? Diese Schmerzen. Das kann mehrere Ursachen haben. Entzündung der Leber, Malignitäten, Herzfehler. Bitte Röntgen, Thorax und Abdomenübersicht, stehend und liegend. Und ein Echo vom Oberbauch wegen der Leber. Können Sie sich bitte mal aufsetzen? Und bitte mal schlucken. Und nochmal schlucken. Muss das denn sein? Keine Sorge. Das ist eine reine Routineuntersuchung. Wir untersuchen erstmal alles und dann werden wir schon herausfinden, woher Ihre Beschwerden kommen. Schilddrüse nicht palpabel, Lymphknoten auch nicht. Rauchen Sie? Nein. Alkohol, Drogen? Nein. Manchmal auf Feten oder so. Lungengrenzen links und rechts gut verschieblich. So, Sie können sich wieder anziehen. Haben Sie eine Allergie? Nur gegen Sozialarbeiter. Gibt es auffällige Krankheiten in Ihrer Familie? Nein. Meine Mutter hat Zucker. Nur sonst wusste ich nichts. Operative Eingriffe? Nein. Ich hatte mal eine Abtreibung. Aber das ist ja keine Operation. Doch, das ist eine. Ich muss noch ein paar Dinge für die Bank erledigen. Ich brauche ja unbedingt ein Telefon. Könntest du nicht dafür sorgen, bitte?
Stehst kurz vor einer Operation? Eben deshalb. Das lenkt mich ab. Damals war er 6. Und er? Das ist mein Mann. Wann ist er denn gestorben? 74. Wie ist er denn damit zurechtgekommen? Womit? Ja, dass Jürgen nicht von ihm ist. Du weißt es also. Ich habe mit Gerd Böger telefoniert. Er hat mir erzählt, dass du damals... Maria, wir waren uns doch einig. Ich konnte es einfach nicht, Wilhelm. Es war das Einzige, was von unserer Liebe übrig geblieben war. Ich habe es Jürgen nie erzählt. Für ihn ist Klaus sein Vater. Ich habe ihn in dem Glauben gelassen. Ah, Ulrike. Haben Sie den Aufnahmebogen von Marlene Rottenberg ausgeführt? Ja, das ist eine merkwürdige Frau. Ich vermute, dass sie Alkoholikerin ist. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ich warte noch auf die Resultate der Blutuntersuchung. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, ihr Ernährungszustand ist schlecht, aber er macht keinen chronischen Eindruck. Vielmehr glaube ich, dass sie eine akute Alkoholhepatitis hat. Marlene Rottenberg? Die kenne ich. Ja, ich bin mit ihr ein Jahr auf die pädagogische Hochschule gegangen, bevor ich Krankenschwester wurde. Und sie ist dann Lehrerin geworden. Wissen Sie, ob die damals schon an der Flasche hing? Marlene? Nee, nicht, dass ich wüsste. Na, sie hat ziemlich wenig über sich gesprochen, aber sie war ein sehr lustiger Mensch. Tja, warum reden Sie nicht mal mit ihr? Ich meine, wenn Sie sich schon kennen. Ich weiß nicht. Wollen wir nicht warten, bis wir Sicherheit haben? Die Diagnose ist so gut wie sicher. Soll ich mal mit ihr reden? Ja. Hallo. Mögen Sie das nicht mehr? Nein. Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden, aber ich kriege das einfach nicht runter. Ich habe von Andrea Pohl gehört, dass Sie mit ihr zusammen die pädagogische Hochschule besucht haben. Scheint mir ein schöner Beruf zu sein. Lehrerin. Ist es auch. Macht es Ihnen Spaß, mit Kindern zu arbeiten? Ich unterrichte nicht mehr. Ach, haben Sie umgesattelt? Bin ich hier auf dem Arbeitsamt oder im Krankenhaus? War einfach nur Interesse. Ich bin arbeitslos. Ist bestimmt nicht immer leicht. Aber schön ruhig. Viele Menschen haben Probleme damit. Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen. Oder ertränken Sie Ihre Probleme? Ich bin hier wegen meiner Bauchschmerzen und sonst nichts. Alkoholismus ist eine Krankheit. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Alkoholikerin bin? Niemand. Ich dachte nur. Dann haben Sie sich eben geirrt. Wärst du denn lieber ein Junge gewesen? Früher habe ich immer mit Jungs gespielt. Fußball. Auf einer Wiese in der Nachbarschaft. Bis mein Vater... Danach bin ich nie mehr dort gewesen. Ist das da zum ersten Mal passiert? Da hat er mich entjungfert. Obwohl ich am Anfang noch nicht wusste, was das war. Aber er hat ja schon wie früher... Er hat ja schon viel früher
angefangen, an mir rumzufummeln. Was hat er denn genau gemacht? Wenn er mich ins Bett brachte, dann hat er mich unter der Decke angefasst. Am Anfang war mir nicht mehr klar, dass das nicht normal ist. Und wann ist es dir klar geworden? Als ich den Schlafanzug ausziehen musste. Er benahm sich so merkwürdig. Ich verstand nicht, warum. Er bekam einen ganz roten Kopf und gab komische Laute von sich. Ich hatte Angst vor ihm. Und er wollte, dass ich ihn da anfasse. Am Sonntag nahm er mich mit auf die Polizeiwache in den Keller. Da unten waren die Zellen. Es war niemand da, nur wir beide. Er sagte zu mir, dass er mich da einsperren würde, wenn ich es jemandem erzähle. Und dann? Was geschah dann, Gabi? Er schubste mich in eine der Zellen und verriegelte sie hinter mir. Ich hatte solche Angst. Und sonst habe ich nichts? Eine gestörte Leberfunktion würde ich nicht gerade nichts nennen. Und woher kommt das? Wen wollen Sie eigentlich zum Narren halten? Ich trinke nicht. Das habe ich doch schon oft gesagt. Frau Rottenberg, die Laborbefunde und die Leberbiopsie sind eindeutig. Wenn Sie wollen, dann setzen wir uns mit einer Beratungsstelle in Verbindung. Ich bekomme noch kein Kind. Für Alkohol- und Drogenprobleme. Lassen Sie mich mit diesen Wohltätern in Ruhe. Kennen Sie die anonymen Alkoholiker? Jetzt war wirklich Schluss. Na, warst du wieder deine Übungen? Hallo Inkontinentia. Ursula, jetzt hör mir mal gut zu. Du bist doch eigentlich eine sehr nette Person. Und ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuziehen. Ich auch. Ja, aber wenn du dich immer so daneben benimmst, wenn ich was sage oder frage, dann bist du mich spätestens in einer Woche wieder los. Wieso habe ich irgendwas Falsches gesagt? Inkontinentia. Das habe ich doch nicht böse gemeint. So ist das aber immer mit dir. Kannst du denn nicht verstehen, dass mich das kränkt? Schüsselchen, tut mir leid. Also sag doch nicht immer Schüsselchen zu mir. Ich tue wenigstens was dagegen. Soll das heißen, du machst nicht mehr ins Bett? Ich habe vom Therapeuten Blasentraining und Bodenmuskelübungen bekommen. Gymnastik? Ja. Ist so prima. Da können wir doch zusammen turnen. Ja. Hä? Eins, zwei. Schneller. Eins, hör mal, da juckst du aber mit mir. Ja.
Und? Riecht's gut? Entschuldigung. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie eine von denen sind. Was für eine? Von diesen Wohltäterinnen, die ihre Nase überall reinstecken. Was wollen Sie? Helfen? Nicht mit mir. Sie haben Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Ist doch auch eine Art Hilfe. Es geht Sie einen Dreck an. Nicht schlafen. Ich hole Ihnen ein Beruhigungsmittel. Ich habe Angst. Vielleicht ist alles nur halb so schlimm. Wenn es bösartig ist. Ich will nicht aufwachen, ohne... Schwester Maren, ja. Was gibt's denn? Was sagen Sie? Ja, ich komme, ja. Ja, ich komme sofort, ja. Was machst du? Ich muss in die Klinik. Um diese Zeit? Ich werde gebraucht. Ist denn kein anderer Arzt verfügbar? Nein, Beatrice, Sie brauchen mich. Entscheiden, ob. Und ich bin bewusstlos und kann nichts machen. Du bist in guten Händen, Maria. Musst Vertrauen haben. Ich habe einmal Vertrauen gehabt zu dir. Ich weiß. Als ich dir vertraut habe, habe ich dich verloren. Jetzt bin ich bei dir. Aber du bleibst nicht. Warum wolltest du damals nicht mit mir zusammenleben? Ich hab dich so geliebt. Ich dich auch. Warum hast du mich dann gehen lassen? Ich... War dir deine Karriere wichtiger?
Ich hatte meinen Beruf, meine Frau und meine Tochter. Du hattest nicht den Mut. Seid ihr fertig? Das hängt vom Befund ab. Soll ich dich anrufen? Ja, bitte. Maria, bald hast du es geschafft. Halt dich tapfer. Der Bezirk im oberen äußeren Quadranten. Zur Probeentnahme machen wir vierjährige Lehrschnitt. Nicht hart leer? Können wir verlängern, wenn wir in die Achsel rein müssen? Dann mache ich eben zweiten. Positiv denken. Wir exzidieren den Toto und schicken es dann zum Pathologen. Gut. So, am Montag hast du Frühdienst zusammen mit Gabi. Wenn du mich fragst, braucht die dringend mal Urlaub. Ja, sie sieht schlecht aus. Entschuldigung, können Sie mir sagen, auf welchem Zimmer Marlene Rottenberg liegt? Zimmer 120. Danke. Ulrich! Ja, sag mal, was machst denn du hier? Tja, was denkst du? Ach so. Bist du gekommen, um Marlene ein bisschen beizustehen? Ja. Du weißt, warum sie hier ist? Mhm. Warum bist du so ungeduldig? Dieses Warten, nichts tun, das macht mich ganz nervös. Ja, am Apparat. Invasives duktales Karzinom. Gesunder Peripherie? Na prima, danke. Na bitte, die Brust müssen wir ja nicht wegnehmen. Nur die Achseltoilette, die ist unumgänglich, damit wir genau wissen, ob es noch Metastasen gibt. Mhm. So, wir können wieder. Die finanziellen Einzelheiten sind zwar noch nicht alle geklärt, aber Böhme meint, dass es mit der neuen Kinderabteilung jetzt doch noch klappen wird. Ja. Dank der Schenkung von Pharmaco. Ja. Ja. Ist ja schön, nicht? Das war ja auch ein Theater. Ja, bleibt nur noch eins. Was denn? Der Lutherbach scheint ja jetzt wohl davon auszugehen, dass sein Sohn meine Position... Wenn Dr. Günther Bach kein Oberarzt wird, dann kommt es erst gar nicht zu einer Stiftung. Böhme lässt sich doch nicht bestechen. Ja. Sie halten also Dr. Günther Bach immer noch für ungeeignet? Ich denke mal, wir kommen morgen wieder. Frau Mosch? Marianne? Ja, danke, mein Herr. Nein, das möchte ich ja lieber selber sagen. Tut's noch weh?
bekommen Medikamente. Hast du damit aufgehört? Mhm. Ich hasse dich. Ich dich auch. Au! Zynisch. Das musst gerade du sagen. Du brauchst Hilfe. Du bist süchtig. Dass du Krankenschwester geworden bist. Tja. Wo du früher in der Uni immer so intellektuell getan hast, ständig Diskussionen geführt. Ach, das war doch alles nur Unsicherheit. Sag mal, unterrichtest du immer noch? Ich bin entlassen worden. Ach. Und wieso? Angeheitert vor der Klasse. Marlene, Marlene. Und jetzt? Schade, dass wir uns aus den Augen verloren haben. Ach ja. Schon wieder so lange her, die Hochschule. Mensch, wie die Zeit vergeht. Sag mal, du bist immer noch mit deiner großen Jugendliebe zusammen, hm? Mit Ulrich? Das ist jetzt vorbei. Warum? Ihr seid doch schon so lange zusammen. Habt ihr eigentlich Kinder? Ich habe abgetrieben. Chefarzt in der Stadtklinik. Ja, Ihre Mutter ist hier aufgenommen worden. Ja, sie ist heute Morgen operiert worden, ja. Sie sollen sich nicht beunruhigen.
Ja, die Operation ist gut verlaufen. Ja, alles andere erzählt sie Ihnen besser selbst. Sind Sie noch da? Ja, das wird Sie freuen. Wieder. Ach, Gries, Klößchen, ich habe wirklich klasse abgenommen. Ja, aber kannst dich trotzdem auf meinen Koffer setzen? Du bist doch immer noch die Schwere von uns beiden. Sag mal, willst du Ärger? Na, hilf mir doch mal, ja? Komm her. Hau, ruck! Oh ja, prima. Klappe. Hallo. Hallo, Frau Doktor. Na, Reise fertig? Ja. Können Sie mal, sollen wir nicht ein Foto von uns dreien machen? Ich hab selbst Auslöser. Ja? Ja? Kommen Sie in die Mitte. In die Mitte? So. Ja. Toll. Oh, ja, also, oh, mach nix. Ja, pass auf hier. Oh. Jetzt, ne? Und jetzt eins von uns zwei, ja? Machen wir jetzt eins von uns zwei? Ja, machen wir. Ja. Klasse. Gretklößchen, setz dich auf meinen Schoß. Vorsicht, ich hab da noch kein Windel. Nein. Ich übernehme die Garantie. Setz dich. Ja, noch. Hier auf den Knopf, ne? Jawohl, richtig, Frau Doktor. Also, Achtung. Fertig. Oh, mein Gott, mein Gott. Wer ist jetzt die Schwerere von uns beiden? Du. Hallo. Sie sagt, sie trinkt nicht. Sie streitet das ab. Aber sie tut's doch, das wissen wir ja. Das heißt also, wir peppeln sie auf, sie geht nach Hause und besäuft sich wieder. Sie hat eine Abtreibung, ungefähr vor einem Jahr. Sowas habe ich mir schon gedacht. Ja, sie wollte das Kind ja. Aber Ulrich, also ihr Freund, war offensichtlich noch nicht so weit. Und er hat seinen Wind durchgesetzt? Nein, so einfach ist es auch wieder nicht. Marlene hat mir erzählt, dass sie beide nicht wussten, was sie machen sollten. Und dann sind sie zu so einer Beratungsstelle gegangen und haben mit einem Psychologen gesprochen. Und der hat dann sicher gesagt, dass eine Abtreibung heutzutage kein Problem mehr sein muss. Aber eine Abtreibung ist eine größere Belastung, als man annimmt. Bist du eigentlich gegen Abtreibung? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dass Frauen selber entscheiden sollten, ob sie ein Kind wollen oder nicht. Wenn man Abtreibung gesetzlich verbietet, fahren sie ja doch wieder ins Ausland oder gehen zu irgendwelchen Pfuschern. Das will doch niemand. Marlene ist jedenfalls immer noch ziemlich sauer auf diesen Psychologen. Der Mann ist damit viel zu leichtfertig umgegangen, in ihrem Fall. Ja, die Beziehung zu diesem Ulrich, die ist dann auch in die Brüche gegangen. Sie hat es einfach nicht verkraftet. Sie hat angefangen zu trinken, hat ihren Job verloren und so weiter und so fort. Ja, ich danke dir. Jetzt bin ich von der Arbeit ab. Oh, wie schrecklich. Au! Oh. Frau Merkelbach? Wer ist das denn? Die liegt doch gar nicht auf dieser Station. Oh, das ist eine Nachbarin. Eine Nachbarin? Warum schreibst du ihr ein Rezept? Sie hat mich drum gebeten. Das ist ein Schlankmacher, sie will abnehmen. Femproporex. Gerhard. Das Zeug steckt voller Aufputschmittel. Ja, das ist nun mal der Wirkstoff in den meisten von den Dingern. Das Rezept ist für dich, stimmt's? Ich weiß nicht, wovon du redest. Also doch für dich. Ach, Mensch, schon hab dich doch nicht so. Das ist ein ganz harmloses Mittel. Bald fahren wir ein paar Tage weg. Vergiss es, ich habe keine Lust mehr. Ich habe das Hotel schon reserviert. Du hattest versprochen, damit aufzuhören. Du hast mich schon wieder angelogen, Gerhard. Ach, ich setze die Dosis langsam runter. Oder willst du, dass ich zusammenklappe? Ich tue das für dich. Dann hör auf damit. Ja. Und gleich schreibst du dir wieder ein neues. Ich will ja aufhören damit. Aber das ist schwerer, als ich mir das
vorgestellt habe. Und ohne dich, da schaffe ich das nicht. Marlene, jetzt hör doch auf, die Starke zu spielen. Du machst doch dir und allen anderen nur was vor. Ich brauche eure Hilfe nicht, das habe ich euch schon 100-mal gesagt. Und ich glaube dir nicht. Du bist noch genau so wie damals auf der Hochschule. Nach außen hin der Clown, aber wenn es um dich selber geht, ja, da hört der Spaß auf. Das ist nicht wahr, Andrea. Oh doch. Du lässt niemanden an dich ran. Du hast dein Kind verloren. Ulrich. Trinken hilft dir doch da nicht weiter. Mit Ulrich und mir ist es aus. Marlene, was wäre gewesen, wenn Ulrich das Baby doch gewollt hätte? Das ist vorbei. Das Kind ist tot. Vergessen oder trinken ist keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Vielleicht ja doch. Ich hatte voriges Jahr auch eine Abtreibung. Eine Freundin von mir hat damals mit uns eine Art Übung gemacht. Was denn? Eine Art ritueller Abschied, um darüber hinwegzukommen. Uns hat's wirklich sehr geholfen. Darf ich mit Ulrich sprechen? Was willst du ihm denn sagen? Ich werde ihn fragen, wie er dazu steht. Wie soll er dazu stehen? Marlene, lass Ulrike nur machen. Du weißt, wie man sowas anpackt. Immer noch derselbe Kram an der Wand. Ist ja auch schon eine Weile her, dass du hier warst. Es ist auch schon eine Weile her, dass du nachts für einen Patienten noch mal in die Klinik gefahren bist. Ich wurde gebraucht. Seit wann braucht man den Chefarzt mitten in der Nacht? Ich hab dir doch erzählt, dass... Dass du sie kanntest, ja. Sie war völlig durcheinander. Und da brauchte sie dich. Ja. Düsseldorf ist doch schon lange her. Maria Birkenfeld und ich kamen gut miteinander aus. Maria und ich hatten ein Verhältnis. Ich fühle mich genauso wie an diesem Tag in der Klinik. Sympathische Frau, diese Schwester Ulrike. Hm? Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Aber sie hat recht. Das musst gerade du sagen. Hallo Marlene. Ulrich, das ist Dr. Sommer. Eine Kollegin von mir und eine Freundin. Sie ist Psychologin. Keine Angst. Es wird nichts Schlimmes passieren. Die Abtreibung hat eure Beziehung kaputt gemacht. Vielleicht kann Frau Dr. Sommer daran etwas ändern. Ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Ich hatte hier vor... eine Fehlgeburt und eine Abtreibung. Mein zweites Kind war missgebildet. Frau Dr. Sommer hat mir damals wirklich sehr geholfen, meinen großen Kummer zu bewältigen. Marlene, Ulrich, ihr müsst Abschied nehmen von eurem Baby. Marlene,
Stellen Sie sich vor, Sie halten Ihr Kind in den Armen. Es gab viele Gründe, warum es nicht geboren werden konnte. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie halten Ihr Baby in den Armen. Es schläft. Es fühlt sich ganz warm an. Ja, streicheln Sie es. Es wacht auf. Es lacht Sie an. Schauen Sie es an. Sprechen Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, dass es Ihnen leid tut, dass es nicht leben durfte. Ich kann nicht. Versuchen Sie es, es ist wichtig. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Bist du mir jetzt böse? Meinetwegen brauchst du nicht die starke Frau zu spielen. Ich bin froh, dass du da bist. Dass du auch immer alles alleine deichseln willst. Es wird Zeit, dass wir uns gegenseitig mal so ein bisschen unter die Arme greifen. Du bist ein Schatz. Weißt du, was mit mir passiert ist? Die Oberschwester hat es mir gesagt. Hast du Schmerzen? Im Moment nicht. Du wirst dich wieder erholen, Mutti. Glaub mir. Ich hoffe es. Es ist auch alles gar nicht so schlecht, was hier passiert. Jürgen, ich habe einen alten Freund wieder getroffen. Jemanden, den ich einmal sehr geliebt habe. Er gibt mir das Gefühl, dass alles wieder gut wird. Hier, in der Klinik? Ja. Kenne ich ihn? Nein. Wer ist es? Jürgen, ich hab's dir nie erzählt. Er ist dein Vater. Sie auch gleich nach Hause? Ich bin fast fertig, Herr Professor. Ich gehe noch mal kurz bei Frau Birkenfeld vorbei. Ja, dann kommen Sie gut nach Hause. Sie auch, Herr Professor. Das ist. Tschüss. Haben wir jetzt die neuen Aufnahmen? Ja.